Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Date Video auf meinem Kanal. Vor wenigen Tagen war eine Wahl, die auch als Klimawahl bezeichnet wurde, und der YouTuber Rezo hat zum Thema Klima viele, viele Minuten lang euch informiert. Ich hatte vor kurzem Fridays for Future im Interview, auch da ging es um das Klima, und ihr merkt schon, ich möchte mich mit diesem Thema genauer beschäftigen. Weil ich aber ein bisschen ausgewogene Infos liebe, habe ich heute einen Gast, und zwar ist es Gerd Ganteföhr, Physiker mit Schwerpunkt Nanopartikel, ist Professor an der Universität Konstanz, und ich kenne dich, weil deine Frau die Grundschullehrerin von Oskar war. Das ist doch mal ein schöner Zufall. Er hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, Grenzen des Wissens heißt er. Ich verlinke den auf jeden Fall unten. Und er hat Bücher geschrieben, natürlich zum Thema Nanopartikel, alles Nano oder was. Und zum Thema Klima, der Weltuntergang findet nicht statt. Nein. Und wir drehen am Klima, na und? Also bist du ein Klimaskeptiker? Nein, also ich habe mich nur sehr genau mit dem Thema beschäftigt und halte die große Vorlesung Klima und Energie, und wir haben eben da diesen letzten Bericht vom Weltklimarat im Detail durchgearbeitet, und deswegen kenne ich also alle Vorhersagen, auch die ganzen Fakten, auch die Klimavergangenheit, und bin in totaler Übereinstimmung mit dem Weltklimarat. Das sind Wissenschaftler. Also der Weltuntergang findet nicht statt, heißt nicht, es gibt gar keinen Klimawandel. Doch, es gibt den menschengemachten Klimawandel, und er ist ein großes Problem, aber wir werden nicht alle sterben deswegen. Seit wann ist das so, dass der Mensch diesen Klimawandel sozusagen menschengemacht hat? Also es gibt erstmal den natürlichen Klimawandel. Wir hatten bis vor 10.000 Jahren, das erscheint jetzt dem Laien vielleicht als lang, aber für das Klima ist das eine kurze Zeit, da hatten wir die Eiszeit, und seit 10.000 Jahren leben wir in einer Zwischeneiszeit. Da ist die Temperatur so typischerweise bei plus 15 Grad, diese globale mittlere Temperatur, und seit 150 Jahren, seitdem der Mensch eigentlich die Kohle und andere Energieformen entdeckt hat, mit der er Wärme und dann Dampfmaschinen, also Arbeit, erzeugen kann, produziert er zusätzlich Kohlendioxid. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas, und die Kohlendioxidkonzentration hat sich von 260 Parts per Million, das ist ganz wenig Spurengas, heute auf über 400 Parts per Million erhöht. Und die Grenze liegt bei 500 Parts per Million, das sind 0,5 Promille, das kann man sich sehr gut merken. Das ist also genau diese Alkoholgrenze beim Fahren. Mehr darf CO2 nicht in unserer Atmosphäre sein, sonst wird es zu warm. Und wir haben 400 mit stark steigender Tendenz. Okay, also es liegt an der Industrialisierung letztendlich. Ja. Warum kann man das nicht hundertprozentig beweisen? Also warum gibt es immer noch Leute wie Trump oder die AfD, die sagen, das ist doch gar nicht so, den gibt es gar nicht? Also beweisen, es ist bewiesen. Also, also es ist absolut sicher, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Aber es ist dann ein bisschen Ideologie da drin, was man daraus schlussfolgert. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel daraus schlussfolgert, wir dürfen nicht mehr Auto fahren, wir dürfen keine Kohle und keine Kernkraftwerke und dies und das nicht mehr machen, dann demontieren wir die ganze Grundlage unserer Lebensart. Das ist die ganze westliche Zivilisation. Und deswegen wehren sich viele Menschen gegen so eine Demontage unserer eigenen westlichen Zivilisation, obwohl es wissenschaftlich keinen Zweifel daran gibt, dass der Mensch eine Erwärmung, die langfristig möglicherweise drastische Folgen hat, verursacht. Nun ist natürlich die Frage, die euch interessiert hat, was droht konkret durch die Klimaerwärmung und wann? Also eine Frage zum Beispiel ist, wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen, wenn wir nichts tun? Sagen wir mal, wir können so 3, 4 verschiedene Phänomene unterscheiden. Das ist zunächst mal das meines Erachtens gravierendste, aber auch langsamste Phänomen, das ist der Anstieg des Meeresspiegels. In der Tat steigt der Meeresspiegel im Augenblick so um 2,5 bis 3 mm pro Jahr. Das sind in 10 Jahren 2,3 bis 3 cm und in 100 Jahren sind es 23 bis 30 cm. Das kann man also normalerweise, wenn man die Technologie hat, mit der Erhöhung der Deiche abfangen. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Nur, wenn das erstmal angefangen hat mit dem Abtauen des Landeises, dann geht der auch jenseits von 2100 weiter. Und dann müssen wir mit 2, 3, 4 Metern rechnen im Jahr 2200. Es ist ein ganz langsamer Prozess, aber es ist einer, der wirklich gravierend ist. So, das ist die erste Sache. Damit sind wir aber in unserer Lebenszeit, auch für die jungen Leute in deren Lebenszeit, das wird kein Problem sein. Die andere Sache ist die Geschichte mit diesen Klimakatastrophen wie Stürmen zum Beispiel. Da muss man wiederum unterscheiden zwischen lokalen Stürmen wie Tornados. Die Tornadohäufigkeit zum Beispiel im mittleren Westen der USA wird sich möglicherweise erhöhen. Das sind lokale Stürme, die hängen damit zusammen, wie viel Energie in der Atmosphäre ist. Und wenn es wärmer ist, ist mehr Energie, und dann kann man natürlich schlimmere Stürme machen. Aber die großräumigen Stürme, das sind Hurricanes und Taifune, die hängen von Temperaturdifferenzen ab. Ja. Und die Klimaerwärmung reduziert unsere Temperaturunterschiede. Wir werden also
möglicherweise weniger Stürme bekommen, mhm, vom Typ Hurrikan. Mhm. Aber darüber wird gestritten. Das, mhm, ist jetzt meine persönliche Ansicht. Okay. Und diese Unwetter und die Polabschmelzung, sind das die Hauptfolgen zunächst mal? Nein, nein. Also für uns auf der Skala von 50 Jahren müssen wir damit rechnen, das passiert jetzt schon, dass wir erstmal mehr Starkregen haben. Weil es ist jetzt schon wärmer geworden, um rund 1 Grad. Das heißt, es verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen. Dass man jetzt meint, es wird wärmer, also haben wir mehr Wüsten, das ist falsch. Also ganz im Gegenteil. Wenn es warm war auf der Erde, zum Beispiel zu Zeiten der Dinosaurier, da war überall tropisch feuchtes Klima und wir hatten überall Sümpfe. Wir werden auch in Deutschland mehr Regenzeiten bekommen, also mehr Starkregen-Events, aber möglicherweise auch extremere Phasen, wo es dann mal länger eine Dürre gibt. Aber dann im Mittel des Jahres wird mehr Regen fallen. Wir müssen also das Wassermanagement, insbesondere in Südeuropa, verbessern. Und wann würde es für uns Menschen gefährlich, fragen natürlich die Zuschauer. Also das halte ich für eine sehr langfristige Angelegenheit. Das wirklich Gefährliche ist der Anstieg des Meeresspiegels. Und da reden wir über mehrere hundert Jahre. Diese Länder, die sehr flach sind, wie die Niederlande oder Bangladesch, da muss man was machen. Wenn man jetzt gar nichts täte und wirklich weit in die Zukunft schaut, was wäre die wahrscheinlichste Möglichkeit des Sterbens der Menschheit? Dass der Mensch stirbt. Ja, also dass wir hier nicht mehr leben können. Dass wir nicht mehr leben können. Auf der Erde. Nein, der Lebensraum wird reduziert. Das ist der Haupteffekt. Das stimmt eigentlich auch nicht so ganz, weil wir sind ja Landbewohner. Und wir haben riesige Landflächen in Sibirien, im Norden von Kanada und auch in Alaska, wo jetzt der Permafrostboden auftaucht. Das tut er schon. Und auch in Island gibt es jetzt auf einmal Bäume. Da gab es früher keine Bäume. Mhm. Und da wachsen ganz andere Sachen, die können sich jetzt gut ernähren da. Es gibt also eigentlich erstmal auf der Skala von 50 bis 100 Jahren mehr Lebensraum. Allerdings langfristig wird der Lebensraum dann geringer, wenn der Meeresspiegel, er kann maximal um 80 Meter steigen. Wenn also der Südpol und Grönland sich von den 3 Kilometer dicken Eisschichten befreien, eine Skala ist 1000 Jahre, dann steigt der Meeresspiegel um 80 Meter und dann wäre, also das wäre jetzt eine drastische Einschränkung des menschlichen Lebensraums. Aber das ist ganz langfristig. Okay. Ja, das Dritte, was natürlich alle brennend interessiert, wenn man jetzt wirklich alles unternehmen würde, würde man es denn wieder hinkriegen, die Welt wieder so wie früher zu machen? Wie früher meint meistens vor Beginn der Industrialisierung, also vor 250 Jahren. Da war die kleine Eiszeit. Da wurde die Schweiz langsam unbewohnbar wegen einer Klimaabkühlung aus natürlichen Gründen um rund 2, also oder 1,5 Grad. Da waren die Winter in Deutschland extrem kalt. Und ich glaube, das wollen wir auch nicht. Was meinen wir denn mit früher? Also dann meinen wir vielleicht das Klimaoptimum zu Zeiten der Römer in der Antike oder auch im Hochmittelalter. Da war auch ein Klimaoptimum. Vielleicht. Und so, das wieder so hinzukriegen, das können wir schaffen, ja. Die Frage, können wir die Welt jetzt noch retten oder ist es zu spät? Nein, wir können die natürlich retten. Ja. Es ist nicht zu spät. Und also es ist zu spät für bestimmte Maßnahmen. Ja. Wir werden sie auch retten, also nicht wir, das kommt jetzt darauf an, wie man fragt. Aber es gibt Entwicklungen auf der ganzen Erde, die absolut positiv sind. Konkret auf den menschengemachten Klimawandel bezogen, wie viel Zeit würde jetzt noch bleiben, um diese Entwicklung zu stoppen? Ich glaube, 100 Jahre. 100 Jahre. Um die Entwicklung, ja, es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Entwicklung. Wir können die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre nicht zurückdrehen. Jedenfalls nicht mit den technischen Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen. Und wir werden auf absehbare Zeit hin mehr CO2 haben. Der Anstieg ist nicht zu stoppen. Da ist eine Riesenmaschinerie am Werke in China, in Indien, überall, wo die Bevölkerung zunimmt. Und man kann es beobachten, dass also jedes Jahr die CO2-Konzentration, das kann jeder hier in der Luft messen, um rund 2 oder 3 Parts per Million zunimmt. In rund 30 Jahren werden wir die kritische Grenze von 500 ppm, also 0,5 Promille, überschreiten. Und das können wir mit den Methoden, die wir heute haben, vielleicht in der fernen Zukunft schon, aber heute nicht zurückdrehen. Das heißt, dass so diese momentan gängigen Vorstellungen, man muss bis 2030 das dringend machen, weil sonst ist es zu spät, die hältst du nicht so für... Wir können das Schweizer Klima retten, wir können das Berliner Klima retten, wir können das Stuttgarter Klima retten, aber Klima ist dummerweise was Globales. Mhm. Und es gibt kein indisches oder Berliner Klima. Es gibt nur das globale Klima. Das heißt, kann die Erde gerettet werden, wenn zum Beispiel die USA nichts tut? Das wäre dann ganz klar nein. Ne? Also wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, einen Harvard-Professor bei uns, einen Ökonom, der aber ein Klimaökonom ist. Und ich habe ihn gefragt in der Diskussion nach seinem Vortrag, wenn jetzt also sowohl Europa als auch die USA ihre CO2-Emissionen auf Null bringen, rechten. Reicht das, um die Klimaerwärmung aufzuhalten? Und er sagte nein.
Und das ist auch meine Meinung. Ich habe diese Frage absichtlich gestellt. Wir sind viel zu klein. Wir haben inzwischen 7,5 Milliarden Menschen. In den USA leben 300 Millionen und in Europa 500 Millionen. Und der Rest der Welt hat ganz andere Sorgen. Die wissen nicht in Afrika, wie sie morgen ihre Kinder ernähren sollen. Wieso wird die Überbevölkerung in diesem Zusammenhang nie erwähnt? Das ist eigentlich eine zweiteilige Frage. Wieso wird sie nie erwähnt? Und die andere Frage ist, welche Rolle spielt sie? Ja, dass sie nicht erwähnt wird, das ist mir irgendwie wirklich schleierhaft, weil mehr Menschen verursachen natürlich mehr Treibhausgase, selbst wenn sie nicht Auto fahren, weil sie brauchen ja was zu essen. Und zum Beispiel Reis für die Welt, der Reis, der entsteht in solchen Sumpfdingern. Ja? Und Sumpf, das ist Sumpfgas, also Methan, das ist ja noch ein schlimmeres Klimagas als das Kohlendioxid. Also mehr Menschen bringen immer mehr Treibhausgasbelastung. Aber es wird nicht diskutiert. Wie viel nimmt die Weltbevölkerung zu? Um 1 Milliarde alle 12 Jahre. So, und das heißt, das sind alles Menschen, die brauchen was zu essen und die verbrauchen Energie. Ja. Und das ist eigentlich das Hauptproblem für die Klimaerwärmung. Wir müssen all diesen Menschen einen minimalen Lebensstandard zur Verfügung stellen. Ich meine, jeder Mensch, auch in Indien oder in Schwarzafrika, sollte eine anständige Wohnung haben. Dann anständig heißt, er hat einen Wasserhahn, da kommt sauberes Wasser raus, er hat einen Stromanschluss, dann hat er einen Kühlschrank. Hygiene ist ganz wichtig, um die Kindersterblichkeit runterzubringen. Ja, und wenn man den Menschen so einen anständigen Lebensstandard zur Verfügung stellen will, dann braucht man dafür Energie. Und zwar mehr Energie, als was für die reine Nahrungsmittelerzeugung benötigt wird. Das heißt, global betrachtet ist es letztendlich so, dass du sagst, um dieses Bevölkerungswachstum zu stoppen, müssten erstmal die Menschen aus der Armut geführt werden, ja, in Bildung. Das wird Energie kosten. Diese Energie muss billig sein. Ja. Und deswegen, deswegen wird es eben nicht ohne Kohle. Also man würde vielleicht auf Erdgas umsteigen, weil Gas ist sehr viel sauberer als Kohle. Also es ist natürlich immer noch fossil, das heißt, es entsteht Treibhausgas. Aber ich würde jetzt die westlichen Länder nicht so tadeln mit ihrer Lebensart. Sie haben übertrieben, also wir sind mit dem Konsum in unsinnige, also man muss ja nicht 3 Autos haben, ich kann auch bloß mit einem Auto fahren. Und ich könnte auch mit dem Auto fahren, was jetzt nicht 2 Tonnen wiegt, sondern vielleicht 500 Kilogramm, also ein kleineres Auto. Aber der Weg, wenigstens eine anständige Wohnung zu haben und einen Supermarkt und übrigens auch eine Drogerie, weil für Familienplanung braucht man eine Drogerie und eben Bildung, dieser Weg ist eigentlich der richtige. Und China ist meines Erachtens da Vorbild. Es ist ein totalitäres System, ja, aber sie machen die richtigen Sachen. Sie investieren in alle Energieformen, Kernenergie, sogar Fusion, aber auch Solarenergie, Windenergie. Also die Frage, könnte dem Klima durch eine weltweite Ein-Kind-Politik geholfen werden? Also nicht drakonisch. Nein, es gibt zum Beispiel, Thailand ist ein schönes Beispiel. Wir haben da die Transformation von einer Agrargesellschaft. Die Bauern brauchten viele Kinder. Und zwar nicht nur, weil sie viele Mitarbeiter oder Arbeiter auf dem Feld brauchen, sondern es gab keine Rentenversicherung. Die Leute brauchten Kinder, damit sie als alte Menschen nicht schlichtweg gestorben sind, weil sich keiner um sie gekümmert hat. Also man braucht ein Rentensystem und so weiter. Das hat Thailand in einer Dekade geschafft und die Geburtenrate ist von selbst, ohne drakonische Maßnahmen, von 6 auf 3 gesunken. Wir haben jetzt praktisch gerade gesehen, dass das Ganze global angegangen werden muss, dass es wahrscheinlich zu langsam ist, wir einen Plan B brauchen, wozu wir am Schluss noch kommen. Trotzdem, euch interessiert natürlich, und darum geht es ja hier auch die ganze Zeit bei den Diskussionen, was können wir hier im Privaten tun? Ja? Was von den Dingen, die auch vorgeschlagen werden, bringt was? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, naja, ist alles sowieso viel zu spät, fliegt fleißig, esst, was ihr wollt und kauft jeden Tag 3 neue Kleider. Also ich denke, die Verantwortlichkeit oder Verantwortung der Industrieländer mit all der Wissenschaft und Technologie, die wir haben, die liegt darin, die Länder, die mit diesem enormen Bevölkerungszuwachs zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Indien, dass wir Technologien entwickeln, die für diese Länder Lösungen bringen. Ja, das gibt es ja durchaus, zum Beispiel Wasserfilter oder sowas. Dass wir also nicht mit unserer abgehobenen Arroganz, ja, wir haben hier Solarzellen, die kosten zwar 20.000 für eine Dachanlage oder 10.000, davon lebt jemand in Schwarzafrika 3 Jahre. Wir brauchen Lösungen, die für diese Länder okay sind. Zum Beispiel Kohlekraftwerke. Ja? Man kann die natürlich grundsätzlich ablehnen, aber die deutschen Steinkohlekraftwerke sind immer noch 1000-mal, also nicht 1000-mal, aber jedenfalls sagen wir 3 bis 4-mal besser als die indischen Kohlekraftwerke, wo mit unglaublich viel Kohle, ganz viel CO2-Emissionen, ganz bisschen Strom erzeugt wird. Das heißt, was wir in Indien brauchen, wäre erstmal im ersten Schritt, wenn man überhaupt was machen will, eine vernünftige Turbine, einen vernünftigen Kohlebrenner und vielleicht eine
Vortrocknung der Kohle und dann ordentliche Filter. Man kann Kohlekraftwerke und auch übrigens Autos, kann man soweit verbessern mit relativ preisgünstigen Maßnahmen und das auf dem Markt anbieten durch Kooperationen mit Ländern, die eben vielleicht, ja, die ganz armen Länder ist schwierig, aber jetzt mit Ländern wie Vietnam oder im schwarzafrikanischen Ländern, die so, also nicht, die schon ein bisschen an der Schwelle sind und da einen Handelsaustausch. Also, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen erstmal so, weil wir es uns auch leisten können. Ja, aber machbaren Beispielen. Beispiele, die für diese Länder akzeptabel sind, nicht irgendwas vollkommen Abgehobenes, wie ein Elektrofahrrad für 2000 Euro, das wird sich jetzt der Nigerianer wohl nicht leisten können. Okay. Unabhängig davon, dass wir damit die Welt nicht retten und wenn es nur dazu dient, dass ich mich hinterher besser fühle, was auch ein Aspekt ist, finde ich, ist es so, dass es was bringt, zum Beispiel Elektroauto statt Verbrenner zu fahren. Es ist natürlich der richtige Weg, ne? Aber es ist ein sehr teurer Weg. Hm. Ich sehe da zwei Aspekte. Also zum einen sollte es diese Entwicklung geben, das ist schon vernünftig. Aber der eine Aspekt ist, ich bin daran interessiert, die Klimaerwärmung zu bekämpfen. Hm. Und man wird sie nicht mit 10% Elektroautos in Deutschland bekämpfen, sondern da muss man nach Indien, nach Schwarzafrika gehen und die wirklich da, wo es wirklich brennt. Sonst ist man im Bereich, ja, man macht irgendwas, was vielleicht sehr teuer ist, aber es bringt nichts. Es löst das Problem nicht. Wie lösen wir das Problem? Und das lösen wir hier nicht zu Hause in unserer Garage, sondern draußen in der weiten Welt. Und das andere Problem ist, ich habe das Gefühl, dass diese Klimageschichte so einen leicht religiösen Charakter bekommen hat. Also man hat das Gefühl, es geht auch darum, andere Menschen zu beherrschen, ihnen zu sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Das ist der Machttrieb. Und das Klimaproblem ist ein Vehikel, den Machttrieb auszuüben. Und dass die letztlich diese Maßnahmen für das Klimaproblem gar nichts bringen, also für das globale Problem, und dass das Hauptproblem, die Bevölkerungszunahme, ausgeblendet wird, das ist für mich ein Indiz, dass es vielleicht wirklich um Macht geht. Der Einzelne ist ja überfordert damit, das Problem der Überbevölkerung zu lösen. Er ist damit überfordert, den Indern saubere Kohlekraftwerke zu geben. Der Einzelne. Was können wir tun? Was wäre sinnvoll? Ich finde die Fragestellung zu eingeschränkt. Also zum Beispiel das Auto, was hier vorne steht. Ja, das kann ich nicht alleine bauen. Also was du jetzt fragst, ist, ich habe ein Ding, was nur eine komplexe Industriegesellschaft wirklich leisten kann. Und das geht ja schon mit dieser Kamera los. Ich kann nicht zu Hause eine Kamera zusammenlöten. Ich kann noch nicht mal selber ein Mikrochip bauen. Dazu braucht man eine hoch ausdifferenzierte, riesengroße Industriegesellschaft. Geht beim Silizium, also beim Sand, los, bis man dann endlich mal ein Computerchip hat. Und der braucht ja dann auch noch die Kamera drumherum. Und so ist es mit dem Klimaproblem auch. Ich kann das Klimaproblem nicht alleine in meiner Küche lösen, auch nicht dadurch, dass ich alleine jetzt anfange, Vegetarier zu werden oder da eine Anlage drauf zu machen. Aber die deutsche Gesellschaft insgesamt mit 80 Millionen Menschen, die kann sich zusammenraffen und erstmal am Bewusstsein arbeiten. Man kann die Wirtschaft auch nicht in die Luft sprengen. Ich kann nicht einfach alles stilllegen. Da gibt es eine Wirtschaftskrise, dann hast du auf einmal 20% Arbeitslose oder 40% sogar, wie in Spanien, und dann kollabiert dir dein gesellschaftliches System und da hast du am Ende einen Bürgerkrieg. Und beim Bürgerkrieg, der ist sowas von klimaschädlich, ja. Ökonomie, Klima und Energieversorgung und auch die Bevölkerungszunahme, das muss man ganzheitlich angehen. Aber das schaffen wir mit 80 Millionen Deutschen, aber nicht mit einem Deutschen. Also wir müssen das zusammen machen, aber zusammen können wir es machen. Und erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, wie die Zusammenhänge sind. Bildung. Vorhin ist ein bisschen untergegangen die Frage, warum macht die Politik nichts? Deswegen wollte ich da nochmal nachhaken. Ist es so? Also ich meine, Deutschland ist ja nun wirklich das Land der Energiewende international bekannt und es hilft nichts, das deutsche Klima zu retten, das habe ich schon gesagt, aber es gibt wirklich zwei Sachen, die ich als äußerst positiv ansehe bei den Bemühungen der letzten 10 oder 15 Jahre der deutschen Energiewende. Das eine ist der Erfolg der Onshore-Windenergie. Heute ist diese Energieform kompatibel, also vom Preis her vergleichbar mit diesen normalen klassischen Energien. Das ist die eine Erfolgsstory und das hat Deutschland vorangebracht. Das zweite Ding, was Deutschland vorangebracht hat, ist die Photovoltaik. Dummerweise ist aber die Massenproduktion praktisch komplett nach China gegangen, weil die Chinesen haben diese primären Entwicklungen aus der Forschung in Deutschland und Entwicklung übernommen und ist dann in richtige Massenproduktion überführt. Das hat die deutsche Industrie, die Solarindustrie, verpasst. Aber angetrieben war das Ganze durch die Subventionen. Hm. Und das hat den Preis für Solarzellen so weit gedrückt, dass es jetzt auch für Länder, die nicht so reich sind, attraktiv geworden ist. Super positive Entwicklung. Allerdings Nutznießer sind die Chinesen. Wenn ich jetzt viele andere Leute frage, werden die mir teilweise was anderes sagen? Werden die
sagen, nee, es ist, wir können hier sehr wohl das Klima der Welt retten in Deutschland. Und ich glaube, es ist ein Bedürfnis der Menschen. Ich will selber was tun. Das ist so ein Urbedürfnis. Es handelt sich aber um ein Problem, was ich eben nicht in meiner Küche, in meinem Häuschen lösen kann. Ich kann irgendwas machen, weil ich das Bedürfnis habe, was zu machen, aber das Problem löse ich damit nicht. Du hast gesagt, es wird nicht reichen. Wir werden den Klimawandel in dieser Form nicht aufhalten, obwohl du eigentlich fröhlich und optimistisch bist. Ich bin fröhlich und optimistisch. Ja, ich merke. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das Problem lösen werden. Das ist der Plan B. Dazu gibt es natürlich auch auf seinem Kanal ausführliche Videos, die ihr natürlich gerne nachgucken könnt. Die Kurzform vielleicht hier. Was ist der Plan B? Wir können die CO2-Konzentration nicht daran hindern, weiter anzusteigen, solange wir dieses enorme Bevölkerungswachstum haben. Und wir können auch das CO2 nicht wieder aus der Atmosphäre extrahieren. Das geht in der Zukunft vielleicht in 500 Jahren, aber nicht heute. Wir müssen jetzt mit einer höheren CO2-Konzentration leben. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir die 3-Grad-Grenze überschreiten werden. Und es wird dann sogar jenseits von 2100 noch wärmer. Und da brauchen wir einen Plan B. Und da gibt es eben Forschung dran. Da wird überall in der Welt, also in den westlichen Ländern, in den Forschungsländern dran geforscht. Es würde genügen, die Erde ein bisschen weißer zu machen. Und zwar um 1%. Wenn man sich so ein Bild der Erdkugel anguckt, sind relativ große Zonen einfach weiß. Und weiß bedeutet, der Sonnenlicht kommt rein und geht gleich wieder raus in den Weltraum. Wenn ich das von 30%, das ist die Albedo, auf 31% erhöhe, dann kompensiert es die aktuelle menschengemachte Klimaerwärmung. Mhm. Und weißer machen kann man zum Beispiel, indem man künstlich Wolken erzeugt, da, wo keine Wolken sind, aber die Luftfeuchtigkeit ausreicht. Und das kann man mit sogenannten Kondensationskeimen machen. Und wenn man das ausbringt, aus Flugzeugen zum Beispiel, das müsste man natürlich ständig machen, ein bisschen anstrengend, aber damit kann man die Erde aktiv kühlen. Und das müssen wir meines Erachtens dann vielleicht für 50 oder 100 Jahre machen in die Zukunft, bis wir es schaffen, die CO2-Konzentration aktiv wieder zu reduzieren. Also eine Zwischenlösung, um Zeit zu gewinnen. Ja, Zwischenlösung ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, weil ich rede jetzt schon über 100, 200 Jahre. Also mehrere Generationen. Diese Veränderung der Energiewende müssen wir trotzdem machen. Aber sie muss sozial und ökonomisch verträglich sein, weil was wir angesichts der 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde, die dann irgendwann 10 Milliarden sein werden, auf keinen Fall riskieren dürfen, ist eine Wirtschaftskrise. Wenn du Leute in die Armut treibst, dann kriegen sie wieder mehr Kinder. Da gibt es tatsächlich eine Korrelation. Armut ist immer mit Bevölkerungswachstum korreliert. Dann sind wir in der Todesspirale abwärts. Wir sind im Augenblick in einer Aufwärtsspirale, weil es geht allen Menschen auf der Welt immer besser und überall gehen die Geburtenraten nach unten. Und zwar ohne die chinesisch-drakonischen Maßnahmen, sondern von selber. Das ist eine sehr gute Entwicklung und das ist der Grund, weshalb ich so optimistisch bin. Vielen Dank, Herr Ganteföhr. Tja, das war eine ausgedehnte Sendung und dennoch war das Interview in Wirklichkeit noch viel länger. Ich verlinke euch hier unten das Video mit dem kompletten Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Informationen gibt es natürlich auf Grenzen des Wissens bei Gerd Ganteföhr auf YouTube. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es hier wieder um interessante Themen und Fragestellungen geht. Bitte like, kommentiert und abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.